Ja, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe von Daily Dose Runes of Magic. Es geht mal wieder weiter. Wir haben, ja, ewig hatte ich keine Zeit gehabt jetzt zum Aufnehmen und ab heute soll es im besten Fall mit den Daily Dosen wieder regelmäßig weitergehen. Ja, Kunigunde. So, Waffen anfordern. Wie gesagt, ab jetzt machen wir alle Quests ja hier immer im Schnelldurchlauf. Das heißt, ihr braucht keine Sorgen mehr zu haben hier von wegen, wir sind zu lahmarschig oder so. Nein, das ist alles kein Problem. Wir rasen jetzt hier geradezu durch die Pioniersiedlung, was die ganzen Quests angeht. Ja, was gibt es vielleicht Neues zu erzählen? Ich war jetzt in der letzten Funksbegleiter. Warte mal, da muss ich gleich mit ihr einfach nur quatschen, ne? Nein, doch nicht. Achso, nee, das geht ein bisschen weiter woanders hin. Ja, im Prinzip aktuell nicht so viel. Ich habe mir jetzt eine Bachelorarbeit im Prinzip organisiert. Muss nur noch so eine Bestätigung erhalten. Und dann kann es Anfang August losgehen. Bis dahin habe ich jetzt erstmal wenig bis gar nichts zu tun, leider. Ja. Ihr merkt, wenn ich hier jetzt ganz konzentriert oder halbwegs konzentriert Queste knallen, weil hier die Quests wirklich sehr schnell durch. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich ein Affentempo, mit dem wir uns hier durchklopfen. Dornige Reben. Können wir auch nehmen. Skaliert aber nicht so schön, glaube ich, mit dem Schaden. So. Seewasser trinken. Prüfung der Fertigkeiten, ein paar Pilze klopfen. Okay. Ich gucke erstmal hier mich weiter um. Ja. Aber ich wollte eigentlich in dieser Folge mal über eine kleine Sache erzählen, die ich jetzt am letzten Wochenende erst erfahren habe. Anwesenheitsmeldung. Achso, ja, könnte ich auch mal machen. Ich habe nämlich am Wochenende ein uralt Smartphone gesehen. So. Es gab Smartphones im Prinzip schon lange vor, bevor Apple das da irgendwie dick und fett gemacht hatte. Will man eigentlich jetzt nicht meinen, aber es ist tatsächlich, ich habe so einen der ersten Außenläufer von Smartphones gesehen, sogar mit Selfie-Kamera. Also da war es dann so, es gab noch einen Hardware-Kamera-Knopf, ne? Und dort musste man dann halt schon die Rückkamera nutzen für Selfies. Allerdings gab es auf der Rückseite so eine Art Minispiegel, mit dem man dann halt ja, die Kamera ausrichten konnte und sich selbst halt sehen konnte, wie das Selfie aussieht, ne? Mit so einem Minispiegel. Das heißt, damals wurde das über den Weg gelöst und nicht über so eine Frontkamera. Fand ich total faszinierend. Auch, dass die alte Handy. Es hat das noch so ein Windows Phone 5.0. Tatsächlich hat Microsoft als eine, war Microsoft da wohl eines der ersten Unternehmen, die sowas gemacht haben. Windows Phone 5.0 hatte sogar auch schon Word und sowas alles. Also im Prinzip alles, was man heutzutage von einem Smartphone erwartet oder von Smartphone kennt. Da kann man mal wieder sagen, hier, eigentlich hat Apple wieder nur eine Idee geklaut und schön bemalt oder so, so könnte man es vielleicht benennen. Das hat mich hier ein bisschen ja, fertig gemacht. Stärkt mich aber in meinem Hass gegen Apple umso mehr. Weil eigentlich konnte Apple ja selten irgendwie was selbst gemacht. Naja. Und Apple hängt ja sowieso oder hing lange Zeit mit so einem Tropf an Microsoft, vielleicht für all diejenigen, die die Geschichte noch nicht so kennen. Microsoft hat mal Apple eine gigantische Finanzspritze gegeben, als es denen richtig scheiße ging. Einfach deshalb, weil Microsoft sonst ein Monopol auf dem PC-Markt gehabt hätte und die Monopolzahlungen teurer geworden wären als die Finanzspritze, die Apple gegeben wurde, damit Apple überlebt. So muss man sich das mal vorstellen. Sonst wäre schon Apple längst am Arsch. Fand ich immer ganz interessant, das so zu wissen. So neue Fertigkeit erworben. Gestummstellt. Oh, eine meiner Lieblingsfähigkeiten als Bewahrer. Den werden wir auf jeden Fall hochziehen.
Der erhöht unsere Verteidigung übrigens auch jetzt mittlerweile. Das gab es lange nicht. Und physische Angriffe gibt es zurück, ja. Okay, sehr schön. Gehen wir mal wo nach Kohlesteinfilter suchen. Ich fand es auf jeden Fall faszinierend, so ein richtig uraltes Handy zu sehen, ne? Mit einem, ich glaube, das war ein 500 MHz Prozessor oder langsamer. Und dann so ein schönes altes Windows Phone 5. Ich fand das faszinierend und genial. Könnt ihr mal sagen, ob ihr selber schon mal so ein uralt Smartphone gesehen habt oder ob tatsächlich so das erste Smartphone, was euch in den Sinn kommt oder was ihr mal gesehen habt, tatsächlich so ein iPhone war? Würde mich mal interessieren. Übrigens, dieses uralte Smartphone hatte auch schon Touchscreen, ne? Also jetzt, falls irgendwer behaupten würde, aber Apple hat das mit Touchscreen und so alles erfunden. Nein, dieses Smartphone, was ich da gesehen hatte, hatte alle Funktionen, die man von heutigen Smartphones kennt. GPS, E-Mails, Internet, Touchscreen, ja, Kamera, dann halt auch die Selfie-Kamera, wie sie das da gelöst hatten. Eigentlich alles. Nichts wirklich gut neu erfunden von den Smartphones. Fand ich ganz interessant zu wissen, mal zu sehen. So, Kohlesteinfilter haben wir. So, Reiniger des Wassers. Haben wir die Queste auch verschlossen. Da müssen wir jetzt mal ein paar Wölfchen töten gehen. Ich hole mal ganz kurz auf kurz Glock. Ja, ein paar Minütchen haben wir noch. Sehr schön. Ich könnte auch mal gleich den ganzen Kram hier auspacken, ne, den wir bekommen haben. Machen wir mal so. Bam, 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 bam. So, das ist besser als das, was wir haben. Eine Axt. Nein, ich glaube. Ja gut, wir werden eh immer mit zwei Handwaffen kämpfen, also von daher ist eh egal. Aha. Ich schaue mal gerade hier durch. Wir haben eine Stoffhose bekommen. Warum? Warum habe ich jetzt gerade einen Pilz getötet? Ich weiß auch nicht. Ich bin so minimal unkonzentriert vielleicht. Ich kann auch mal so die Auto-Attack da, den Faustschlag auf Auto-Attack setzen. Meine, komm, wir nehmen mal die andere Hose, damit das wir nicht so total scheiße aussehen. Und machen wir mal hier in die Hose kurz ein paar Runen rein. Wir haben ja ein paar Runen, haben wir schon gesammelt. Huch, mir ist nie so aufgefallen, dass es so eine laute Geräusche macht. Ja, gut. Sehr gut. Wölfe. Einen oder zwei brauchen wir noch. Ziel ist nicht zu sehen. Okay, dann tötet du das. So, sehr schön. Wollen wir mal kurz. Ja, ich glaube, eine zweite Runde kann ich hier noch reinsetzen. So. Gehen wir die Quest auch wieder wegbringen. Dann sollten wir schon fast noch ein Level up haben. Und dann haben wir die Pioniersiedlung vielleicht schon in einer einzigen Folge abgehandelt. Mit etwas Glück. Fortschrittsbericht. Bringt nur Geld. Okay. Kräuterkunde lernen. Okay, das sind nochmal ein paar Laufquests hier rundum. Das machen wir auch noch fix. Ganz fix. Ist eine Sache von ein paar Sekunden. Ja, und dann geht das bald los mit Bachelorarbeit schreiben und so. Ich denke, da werde ich deutlich weniger Zeit nochmal haben als jetzt. Das Problem dabei wird dann sein, dass die 93. Folge wohl bis
nach der Bachelorarbeit warten muss. Das darauf jetzt wahrscheinlich hinauslaufen. So leid es mir tut, aber ich denke nicht, dass ich die Donnerstagfolge jetzt noch vor dem Beginn alles auf die Reihe bekomme und ich möchte keinen zu großen Stress hinterher während der Arbeit haben, dass ich dann da 10 Dinge gleichzeitig managen muss oder so. Ich hoffe, das kann man soweit verstehen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.